wenn wir an das nochmal zurückschauen, was Barbara gesagt hat, dann spreche ich jetzt mal an der Stelle für mich und ihr dürft gern für euch überprüfen, ob ihr das ähnlich fühlt und seht und denkt, dass wir Probleme haben, uns manchmal vielleicht mit Macht zu assoziieren aus den Gründen. Dass wir da gleichzeitig so eine Faszination für dieses mystische Dunkle haben und doch gern auf die helle Seite auch schauen möchten. Bei Autorität, finde ich, verhält sich das nochmal anders. Einerseits kenne ich das auch, das Gefühl von mir, ihr dürft das, wie gesagt, wenn ich von mir spreche, für euch übersetzen, kann ich mich damit assoziieren. Gleichzeitig beobachte ich, dass es noch viel weniger besprochen wird, ich sage nicht wirken, sondern besprochen wird als Macht. In den Umfeldern, in denen ich unterwegs bin, wird das Wort kaum noch geführt. Die Frage ist, ist es aus der Mode gekommen? Ich selbst komme aus einem historischen, also meine Wurzeln, meine familiären Wurzeln, die gehen in ein Feld, da gucke ich mal rüber zu dir, Frank. Weil mein Vater war Schulleiter und der hat das Thema Autorität sehr, sagen wir mal, in einer eindrücklichen Weise auch repräsentiert. Man könnte humoresk sagen, ich war sehr lang Konsumentin von Autorität, weniger Gestalterin. Ich hatte ein ziemlich klares Gefühl als jüngstes Mädchen mit drei älteren Brüdern, was es heißt, Macht zu haben, was es heißt, keine Macht zu haben, was es heißt, Autorität wahrzunehmen. Hat mein Bild geprägt, so wie wir alle einen Zugang zu diesem Thema haben oder auch nicht. Und ich komme nochmal zurück auf das Thema, ist das Thema Autorität weg? Nur weil wir vielleicht in bestimmten Kontexten darüber nicht mehr sprechen. Wir gehen einen Schritt zurück und schauen mal auf die Zeit, wo wir vielleicht ganz anders auf Autorität geguckt haben. Nämlich so 70er Jahre, ja, mit den 60er Jahren anfangen, wo wir auf einmal genau das Pendel kommt aus einer sehr autoritär geprägten hierarchischen Welt, aus patriarchalen Strukturen, das plötzlich abgelehnt haben und gesagt haben, wir müssen genau anders gucken. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wenn man über anti-autoritär spricht, ist man dann nicht noch zutiefst in der Autorität verwurzelt, indem man es einfach nur ablehnt, ist man ja immer noch im selben Spielfeld. Also man hat das Phänomen nicht hinter sich gelassen. Also wenn ich sage, es gibt Autorität und, oder anti-autoritär und autoritär, dann bewege ich mich ja noch innerhalb dieses Kontinuums. Gibt es vielleicht etwas Drittes? Und genau wie das die liebe Barbara gemacht hat, habe ich auch mal versucht, ein bisschen mich rumzuschauen. Was gibt es an Definitionen? Und ich habe jemand hier so auf meiner Schulter sitzen, von dem, ich sage das einfach mal so, ich euch heute lieb grüßen soll. Das ist nämlich ein wunderbarer Kollege, der Frank Baumann-Habersack. Das ist ein Mensch, der sich selbst Autoritätsforscher bezeichnet als Autoritätsforscher. Also der hat sein berufliches, sein professionelles Wirken dem Phänomen der Autorität verschrieben. Und wenn das Thema für euch spannend ist, ich finde es wahnsinnig spannend, dann ist es eine absolute Empfehlung, dem zu folgen, was Frank sagt, nicht ihm als Mensch, was auch angenehm und nett ist, sondern sich mit seinen Inhalten, mit seinen publizistischen Inhalten zu beschäftigen. Der kommt gleich nochmal und ich kann das an der Stelle, ich denke, die ein, bei uns wird hier auch so ein bis vier Wort Charts geben, die dürft ihr natürlich haben, da ist er drauf. Er spricht auch übrigens heute noch zu uns. Also die Frage hier ist so, ach, haben wir das hinter uns gelassen? Erst waren wir wahnsinnig autoritär, vor allen Dingen hier in Deutschland. Dann waren wir wahnsinnig anti-autoritär, ging uns auch total auf die Nerven. Und Gott sei Dank haben wir das hinter uns gebracht. Ich glaube, wir können darauf schauen, ähnlich wie auf Macht. Es ist ein Phänomen erstmal. Ja? Es ist ein Phänomen, was wirkt. Und zwar, auch da wieder, liebe Barbara, genau wie du es gesagt hast, in dem Moment, wo zwei Menschen zusammenkommen, mindestens, fängt Autorität an zu wirken. Ob wir wollen oder nicht, ob wir darüber reden oder nicht, ob wir sagen, wir sind aber New Work, bei uns gibt es keine Autorität oder nicht, es wirkt. Wir erzählen uns nur gerne die Geschichte in bestimmten Systemen, dass wir darüber nicht mehr sprechen müssen.
indem wir eben es gar nicht erwähnen. Also es entfaltet sich als Phänomen. Und was heißt das denn, wenn das ein Phänomen ist, dann ist es ja anders gesprochen keine Kompetenz. Also es macht nicht viel Sinn, auf Autorität zu schauen im Sinne von, ja, das ist ein wahnsinnig, das ist eine wahnsinnige Autorität, das insinuiert ja, dass das an diesem Mensch hängt. Ja, dass der so unglaublich charismatisch ist. Oder sie. Kommen wir aber erst vielleicht nochmal dazu, worum geht es denn eigentlich bei Autorität? Und das ist jetzt mal ein Vorschlag von Frank Baumann, Habersack, der sich da lang mit beschäftigt hat und der da viel zusammengetragen hat. Und er sagt, Autorität ist ein Phänomen, was zu wirken beginnt, sobald sich zwei Menschen begegnen. Und es geht um das Führen und Folgen. Und zwar, Achtung, ganz wichtig. Also eins folgt heute schon mal nicht, das sind die Geräte, nämlich mir. Es ist eine freiwillige Zuschreibung. Was heißt das? Das heißt, ich kann nicht von mir sagen, ich bin hier die Autorität im Raum. Das kann ich probieren. Ich kann das mal tun. Das kann verdammt in die Hose gehen. Ich brauche die Zuschreibung, die freiwillige Zuschreibung. Ich könnte noch einen Schritt weiter gehen. Es braucht die freiwillige Zuschreibung von freien Menschen. Freien. Freien. Frei. Frei. Und das führt uns ja dann dazu, dass es mit sowas wie, ihr kennt das alle, diese, ach, das ist so ein charismatischer Typ und dieser heroische Leader-Typ, den wir auch gern mal so aufs Podest stellen. Dürfen wir noch mal drauf gucken. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme mal wieder in den Schulkontext. Ihr habt da eine Lehrerin, die ist brillant. Um mal jetzt nicht ganz so klischee-mäßig zu werden. In Physik. Ja? Eine echte helle Kerze. Die kann euch das alles erklären. Und ihr sagt, boah, das ist so eine richtige Autorität. Und dann geht ihr mit ihr auf die Bowlingbahn. Und dann hat sich's was. Dann kann die zwar vielleicht die Kugeln berechnen, ja, die kann euch auch sagen, wie es vom Prinzip her laufen würde. In der praktischen Ausführung sind wir ehrlich, bei dieser speziellen Frau, die ich vor Augen habe, ist es jetzt mit der Autorität in Sachen Bowling eher bescheiden bestellt. Also das heißt, Autorität hängt am Kontext. Nicht, ich bin eine Autorität, ich bin halt so wahnsinnig charismatisch. In einem bestimmten System, in einem bestimmten Kontext wird mir diese Autorität zugeschrieben. Auch da wieder, Barbara, sehr schön, habe ich auch ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, beziehungsweise ich gucke immer mal hier rüber zum Frank Baumann, der sagt, das hat eigentlich zwei Wurzeln, dieses Phänomen, semantisch oder auch begrifflich, inhaltlich, und wir reden Autorität jetzt im organisationalen Umfeld. Und er schaut dabei zurück auf das Römische Reich und er sagt, dort wurde unterschieden zwischen Auctoritas und Potestas. Also das sind wie so zwei Dimensionen von Autorität. Auctoritas ist die Beziehungsseite, das ist eben genau dieses freiwillige Zuschreiben. Und Potestas ist die Funktionsautorität, also die strukturelle Ausprägung. Um diese Zuschreibung sozusagen abzurunden, brauchen wir beides. Wir brauchen Potestas, wir brauchen aber auch Auctoritas. Wenn wir es abwiegen wollten würden, was ist im Zweifelsfall entscheidender? Jetzt kann man sich wieder streiten, ob das Bild schief oder gut ist. Wäre es eher Auctoritas. Das heißt, Potestas nutzt mir nichts, wenn ich auf der Beziehungsebene diese Zuschreibung für Autorität nicht habe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das sind ja jetzt nicht
Gedanken, die ich selbst so eigenständig entwickelt habe. Ich habe sie vielleicht hier ein bisschen für euch weitergedacht. Als ich diese Zusammenhänge das erste Mal gehört habe, hat mich das ziemlich gepackt, weil das für mich eine neue Perspektive war auf das Thema Autorität. Ich habe es heute Morgen und in der Kleinrunde schon mal gesagt, ich darf einen Podcast zum Thema Arbeitskultur seit vielen Folgen mittlerweile hosten. Das ist mittlerweile ganz großer Teil meiner Identität. Deswegen also sorry an der Stelle, wenn ich ab und zu mal über sowas rede und über den Podcast, wenn es euch nervt, weiße Flagge. Für heute, glaube ich, ist es ganz praktisch, weil ich habe uns den Frank mal mitgebracht und werde uns mal einen kleinen O-Ton vorspielen. Die wussten damals schon, das wird dir überhaupt nichts helfen, wenn du einen Befehl aus dieser Protestas-Funktion herausgibst, aber die anderen folgen dir nicht, dann ist dein Befehl zwecklos. Also der wird keine Wirkung entfalten, sei denn die Menschen, denen du den Befehl gibst, so die damalige Logik und die Argumentation, mit moderneren Worten natürlich, sei denn die Menschen achten oder respektieren oder hören diesen Befehl wie einen Rat. Wenn das also eine freiwillige Zuschreibung ist, ist es dann das Gegenteil von Macht? Wie stehen die Sachen zusammen? Frage. Ja? Also das sind Fragen, die ich wirklich so offen lasse, die ihr für euch bitte mitnehmt und wir vielleicht auch nochmal durchdringen. Und da habe ich euch noch jemanden mitgebracht, nicht live logischerweise, das ist nicht mehr möglich. Hannah Arendt muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Und sie sagt, und dann sind wir ja ganz klar bei den Themen Macht und beim Thema Gewalt und Gehorsam. Und sie sagt, wo Gewalt gebraucht wird, um Gehorsam zu erzwingen, hat Autorität schon immer versagt. Und wir gucken auch hier nochmal, was Frank sagt zum Thema Gehorsam und Macht im Kontext Organisation. Ich würde sagen, wie andere ForscherInnen auch, dass Autorität eine Form von Macht ist, aber sie ist nicht gleich Macht. Und das Gegenteil von Autorität und eigentlich auch von Macht ist Gewalt. Das ist eigentlich der Pol, um den es geht. Und das auch so zu benennen, das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil wir natürlich auch in Organisationen Gewalt haben. Die kleidet sich nicht mehr, also da wird keiner mehr am Kopierer gewürgt beispielsweise, sondern das hat eher was mit Beschämung und Ausgrenzung zu tun. Ja. Großes Wort, Beschämung. Ne? Müssen wir das in den Feldern diskutieren? Und ich habe eigentlich nur zwei Fragen, nämlich auch wenn wir das Thema weiterdenken, was heißt das denn? Wir hatten eben, ich gucke mal zu dir rüber, Philipp, in der kleinen Runde schon mal so ein bisschen touchiert, was heißt das denn für Kontexte, wo wir über Selbstorganisation reden, über New Work, über Agilität reden? Ihr wisst, ich sag mal so, you know Bescheid, ja? Ihr wisst, worüber wir reden. Was passiert denn da? Ja, das ist das eine Thema und dann nochmal diese Frage, wenn wir bisher immer nur gedacht haben über autoritär und antiautoritär, sind wir ja hinreichend begrenzt, weil wir uns immer auf dieser Linie bewegen. Gibt es etwas Drittes? Ein letzter O-Ton und dann soll es das zum Thema Autorität gewesen sein. Aber erstmal hören wir uns das nochmal an. Ich kann nur sagen, dass ja teilweise manche Menschen agile Führung oder Arbeiten und fühlen in agilen Kontexten eher als antiautoritär erleben. Also im Sinne von, die Leute sollen alles selbst machen, die sind schon alt genug und erwachsen, es gibt die Methoden und die Rollen, dann wird das schon. Und das erzeugt, gerade wenn die Erwartung, und das sind wir wieder beim Bewusstsein, wenn das Bewusstsein von vielen Menschen die Erwartung hat, aber an bestimmten Stellen brauchen wir eine Orientierung, brauchen eine Klarheit, weil wir selber noch gar nicht so weit sind, das sich überhaupt einzugestehen, das hatte ich jetzt neulich bei einem Team, das setzt natürlich auch Scham in Gang. Ja? Das heißt also, du beschämst dich selbst, weil du dachtest, du bist weiter, aber du bist es noch nicht. Das kenne ich auch von mir und das ist kein schönes Gefühl, aber das ist ein ganz wichtiger Transformationsmoment. Und wenn dann Leute genau sich diesem Thema nicht stellen, dann entsteht ein Autoritätsvakuum. Und das Autoritätsvakuum früher oder später, und das sehen wir auch in anderen Kontexten, auf der gesellschaftlichen Ebene, das füllen früher oder später
Menschen mit einer autoritären, gewalttätigen Haltung. So schnell kannst du gar nicht gucken, weil die es nicht aushalten können, dass dort ein Leerraum, ein Vakuum ist. Ja, ich glaube, das schließt ganz gut an, was wir heute Morgen eingangs schon gesagt haben. In welchem Feld bewegen wir uns jetzt auf gesellschaftlicher, politischer Ebene auch? Also, es klingt zumindest bei mir an. Und wie gesagt, zum Abschluss noch die Frage, die ich gerne mitgeben würde und kleine Antwort darauf: Ich habe sie nicht. Ja. Lenkt nicht von der Folie ab. Der, genau, lenkt nicht von dieser profanen Folie ab. Ich sag mal so, ich sag noch mal, und dem werden heute echt die Ohren klingeln, Frank Baumann hat dazu das Thema transformative Autorität entwickelt. Das hören Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten beim ISB Masterkolleg. Vielleicht dann auch mal mit dem Frank. Ja? Dankeschön.